Österreich ist ein Waffenland. So viel steht fest. Im Vergleich zu anderen EU-Ländern gibt es in Österreich eine hohe Anzahl an Waffen pro Einwohner, nämlich 30 pro 100. Laut unseren Recherchen kann ich als volljährige Österreicherin ohne Vorstrafen einfach ins Geschäft gehen und mir eine Schusswaffe der Kategorie C kaufen. Aber stimmt das? Bevor wir das testen, müssen wir erstmal Folgendes verstehen. Für den reinen Besitz einer Waffe benötigt es eine WBK, eine Waffenbesitzkarte. Alles darüber hinaus benötigt einen Waffenpass. Außerdem gibt es bei Waffen drei verschiedene Kategorien. Kategorie A, B und C. Kategorie A sind Kriegsmaterial und eigentlich nur den Behörden vorbehalten. Aber unter ganz gewissen Umständen können das auch zivile Personen besitzen. Kategorie B sind klassisch, so wie man es kennt, Pistolen oder Revolver. Kategorie C sind Schusswaffen mit sogenannten glatten Läufen, die je nach Schussabgabe händisch nachgeladen werden müssen. Aber wie einfach es wirklich ist, an eine Waffe zu kommen, das schauen wir uns jetzt an. Markus Schweiger ist Besitzer der Waffenhandelsfirma Euroguns. Ich möchte wissen, welche Waffen man mit gerade mal 18 Jahren schon bei ihm kaufen kann. Was Sie schon mit 18 kaufen könnten, sind sogenannte Kategorie C-Schusswaffen. Das sind entweder Einzelladerflinten über 90 cm oder Einzellader- oder Repetierbüchsen ab 60 cm. Sowas zum Beispiel. Mhm. Das kann ein 18-Jähriger in Österreich frei kaufen. Also wer kommt eigentlich durch die Tür und sagt, okay, ich möchte jetzt eine Waffe kaufen? Also was sind das für Leute? Wirklich komplett durch alle Schichten durch, vom Alter her auch komplette Bandbreite von, ich sage einmal, 14 bis 64, so in die Größenordnung, alles da. Was weiß ich, ein-, zweimal im Monat kommt jemand herein, der sich einfach fürchtet. Was ist eigentlich grundsätzlich der Reiz am Schießen? Also warum macht man das? Bei mir ist es vielleicht eine Kombination, einerseits die Technik, die mich extrem fasziniert. Ich darf nicht vergessen, bei einer Schusswaffe, da drin ist eine Explosion. Dann auf der anderen Seite dieser Konzentrationsaspekt. Wie beurteilen Sie das aus Händlerperspektive, das aktuelle Waffengesetz in Österreich? Also zur Kategorie B, der Zugang ist inzwischen eh relativ stark geregelt. Man sieht es auch gerade, dieser Psychotest ist schon eine ziemliche Hemmschwelle. Wir wollten mit einigen Psychologen sprechen, die Waffengutachten ausstellen und fragen, was Gründe sind, um sich eine Waffe zu kaufen und ob sich die Motive seit der Pandemie verändert haben. Viele Rückmeldungen kamen nicht, aber eine interessante war dabei, von Dr. Aaron Kampusch. Er meint, einer der Hauptgründe, warum man sich eine Waffe kauft, ist der Selbstschutz. Außerdem gibt es in Österreich viele Jäger, die oftmals mehr als eine Waffe besitzen. Schießen als Hobby erscheint mir persönlich etwas fragwürdig. Trotzdem betreiben diesen Sport gar nicht mal so wenige Österreicherinnen und Österreicher. Wie sich das anfühlt, darf ich jetzt selbst herausfinden. Ja, das sind meine Hände gerade. Man erschreckt sich extrem wegen diesem Rückstoß. Ich finde es schon ein bisschen belastend, muss ich ehrlich sagen. Ich für meinen Teil könnte es mir nach dieser Erfahrung nicht vorstellen, regelmäßig in einen Schießkeller zu gehen, geschweige denn, mir eine Waffe zu kaufen. Umso erschreckender ist es, dass seit der Pandemie die Anzahl an registrierten Schusswaffen um ein Viertel gestiegen ist. Außerdem sind laut Ministerium 25% davon Waffen der Kategorie A, deren Zahlen sich seit 2020 mehr als verfünfzehnfacht haben. Hört sich erstmal viel an, aber der rasante Anstieg an verbotenen Waffen lässt sich eigentlich einfach erklären. Wegen einer neuen EU-Richtlinie mussten in den letzten Jahren viele Waffen, die vorher legal waren, in Kategorie A umgemeldet werden und gelten seitdem als verbotene. Behalten darf man sie aber trotzdem. Auf legalem Weg eine Waffe zu besorgen, war ja schon ziemlich leicht. Jetzt versuchen wir es illegal und schauen, was passiert. Ich treffe mich mit Nicole. Wir studieren gemeinsam an der Programmierschule und werden versuchen, illegal eine Waffe über das Darknet zu kaufen. Ich habe dir erzählt, dass ich vorhabe, über das Thema zu recherchieren. Und dann habe ich eigentlich herausgefunden, dass du tatsächlich schon Erfahrung mit Schusswaffen hast, was mich voll gewundert hat. Aber wie kam es eigentlich dazu? Ich war als Kind Sportschützin im Schützenverein Wiesen, wo ich her bin. Und da als Kind Sportschützin? Ja, Volksschulalter. Hast du dann als Kind irgendwie die Assoziation mit einer Schusswaffe gehabt, dass es sehr schlimm ist oder dass man damit Leute töten könnte? Vielleicht nicht mit der du schießt gerade. Aber was hat dir das für ein Gefühl gegeben, schon in so jungen Jahren, das zu wissen? Daran habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht.
Beim Schießen war das mehr so, du versuchst halt so gut wie möglich das Ziel zu treffen und darum geht es in Wahrheit. Das Darknet wird für den Kauf von illegalen Waffen herangezogen. Ermöglicht wird das durch die verschlüsselte Kommunikation und der damit verbundenen Anonymität. Bezahlt wird mit Kryptowährungen. Für den Zugang zum Darknet benötigt man den Tor-Browser oder auch Onion-Browser genannt. Dieses Netzwerk anonymisiert den Internetverkehr und ermöglicht eine Verschleierung der Surfaktivitäten. Der Download ging ganz einfach und schnell. .onion Gunshop. Da gehen wir gleich mal rein. Oh. Okay, hier hast du Munition. Ey, da kriegst du alles von die Seite. Also ganz ehrlich, das sieht gar nicht so Deep Web gefährlich aus, wie man sich das vorstellt. All of the firearms listed above are clean and their serial numbers have been erased. Damn. Mhm. They are safe to use for hunting, self-defense or you know. Man soll einfach dieser E-Mail-Adresse eine E-Mail hinschicken und sagen, hey. Verspricht also dieses Waffenset hier theoretisch. Also wir in Österreich könnten uns das zuschicken lassen. Crazy. Should we try? Mit einer Fake-E-Mail-Adresse versuchen wir eine Glock 26 zu bestellen. Eine Waffe der Kategorie B. Passt. Es ist abgeschickt. Schauen wir nochmal. Yep. Leute, es sind jetzt circa 4 Tage vergangen, wo ich mit Nicole das Interview gemacht habe und mit ihr tatsächlich versucht habe, im Darknet eine Waffe zu kaufen. Ich habe tatsächlich sehr schnell eine Antwort, also am selben Tag habe ich eine Antwort bekommen. Hello, we have the product you want. Which country are you? Yes, you can pay with Bitcoin. Es ist verrückt. Also zusammengefasst, in Österreich eine Waffe auf legalem oder illegalem Weg zu bekommen, ist ziemlich easy. Aber warum ist die Gesetzeslage da eigentlich so lasch und warum hat sich in letzter Zeit so wenig dabei geändert? Die ÖVP konnte uns kurzfristig kein Statement mehr abgeben. Frauensprecherin Merit Dizoski von den Grünen erwischten wir noch rechtzeitig. Sie kritisiert den Waffenbesitz in Österreich in Bezug auf Gewalt an Frauen schon etwas länger. Wir haben einen Anstieg beim Schusswaffenbesitz in Österreich. Mittlerweile sind wir bei 1,1 Millionen Schusswaffen im privaten Gebrauch. Und es gibt sehr viele Studien, die belegen, je mehr Schusswaffen im Umlauf sind, desto größer ist die Zahl beispielsweise der Morde oder auch der Selbstmorde, die mit diesen Waffen auch passieren. Und was tatsächlich fehlt in Österreich, und das würden wir und ich als Frauensprecherin sehr definitiv auch begrüßen und auch fordern, ist, dass es einfach eine Möglichkeit gibt, dass illegale Schusswaffen zurückgegeben werden. Mhm. Denken Sie an Serbien. Oh. Kurzer Sidefact für alle, die nicht wissen, was in Serbien passiert ist. Nach 2 Amokläufen rief die serbische Regierung im Mai 2023 ihre Bevölkerung dazu auf, illegale Waffen anonym abzugeben. Dabei wurden über 100.000 Waffen eingesammelt. Aber zurück zu unserem Thema. Was wäre, wenn der legale Waffenbesitz tatsächlich strenger geregelt wäre? In Kanada hat eine Verschärfung vom Waffengesetz 1996, glaube ich, war es, die Anzahl der Morde, die in Partnerinnenschaften durchgeführt werden, um fast 60% reduziert. Okay, verstehe. Aber nehmen wir mal an, ich hätte die Waffe am Anfang wirklich gekauft, dann könnte ich die problemlos bei Magistratsämtern abgeben. Aber was ist, wenn ich eine Waffe geerbt habe, zum Beispiel die von meinem Opa? Bei Vererbungen ist es so, dass man gleich melden muss bei der Waffenbehörde, dass man eine Schusswaffe geerbt hat. Mhm. Und dann hat man 6 Monate Zeit für den Fall, dass man diese Waffe behalten möchte, tatsächlich den Waffenbesitzschein nachzumachen. Mhm. Auch da könnte man sich hinterfragen, ist das eine gescheite Regelung? Wenn es denn tatsächlich Waffen gibt, wo können die aufbewahrt werden? Das muss doch bitte nicht im privaten Haushalt sein. Um Gewalttaten einzuschränken, schlägt Dizoski vor, dass registrierte Schusswaffen außerhalb des Haushalts aufbewahrt werden. Sowohl Dizoski als auch Schweiger meinten, es brauche eine Abgabestelle, um die Anzahl an illegalen Waffen zu minimieren. Aussuchen, in den Warenkorb legen und 3 Tage warten. Der Prozess, sich in Österreich legal eine Waffe zu kaufen, ist genauso einfach, wie sich ein Buch zu bestellen. Und daran wird sich wohl in nächster Zeit auch nicht so viel ändern. Allein der Gedanke daran, dass jeder Bürger in Österreich mit Vollendung der Volljährigkeit sich eine Schusswaffe kaufen kann. Das macht schon was mit einem.